Athena Bridge of Spirits sieht atemberaubend aus. Aber spielt es sich auch so? Oder ist das Spiel nur schön? Das war meine erste Frage und meine große Sorge, seitdem ich damals den allerersten Trailer zum Spiel gesehen habe. Denn Ember Labs, das Studio hinter dem Spiel, hat bis jetzt nur Animationsfilme produziert. Und ein Spiel ist so viel mehr als einfach nur Grafik. Kann das Gameplay mit der beeindruckenden Optik mithalten? Die kurze Antwort ist ja. Die etwas längere Antwort, die unter anderem klärt, wie Kena meine Erwartungen sogar übertrifft und wo Ember Labs trotzdem noch nachlegen muss, seht ihr jetzt. Falls ihr bis jetzt außer den kleinen knubbeligen Rod noch gar nichts von Kena Bridge of Spirits mitbekommen habt, gibt's jetzt eine kurze Zusammenfassung. Es geht um die namensgebende Kena, ihres Zeichens Spirit Guide, also Geisterführerin. Sie hilft Seelen dabei, den Weg ins Leben nach dem Tod zu finden und greift ein, wenn verirrte Seelen den Weg nicht finden und mit der Zeit von Angst, Zweifel oder anderen negativen Gefühlen zerfressen werden. Zu Beginn des Spiels will Kena zu einem Bergschrein, auf dem Merkwürdiges vor sich geht. Doch der Weg dahin ist gar nicht so einfach, weil eine verheerende Katastrophe, die vielleicht mit den merkwürdigen Sachen am Bergschrein zu tun hat, das Umland des Berges inklusive eines ganzen Dorfes zerstört und mit dichten, schleimigen Ranken aus Verderbnis überzogen hat. Um also zum Gipfel zu gelangen, muss sich Kena erstmal einen Weg dorthin bahnen, indem sie von der Verderbnis geschaffene Feinde besiegt, das zerstörte Dorf wieder bewohnbar macht und, ganz ihrer Bestimmung nach, den verlorenen Seelen der Gegend zum inneren Frieden verhilft. Mit von der Partie sind diverse freundliche Geister, die sie unterwegs trifft und die Rot. Kleine, wirklich, wirklich liebenswerte Waldgeister, die überall in der Welt versteckt sind und Kena helfen, besonders starke Angriffe durchzuführen, aber dazu später mehr. Wie ihr bereits merkt, sind Story und Gameplay, wie es sich für ein Singleplayer-Abenteuer gehört, eng miteinander verwoben. Denn je mehr Kena in die Welt um den Bergschrein eintaucht, je mehr Gebiete sie befreit, desto mehr wächst ihr Fähigkeitenarsenal und das der Rod. Neue Bereiche bedeuten neue Feinde, die wiederum mit neuen Mitteln geschlagen werden müssen. Bis dann das große Finale alles von mir abverlangt, was ich während der Kampagne gelernt habe. So hat Kena zu Anfang beispielsweise nur ihren Stab, mit dem sie leichte und schwere Angriffe ausführen und kleineren, überschaubaren Feinden den Schild aus der Hand schlagen kann. Größere Klopse werden mit Hilfe der Rod abgelenkt, das funktioniert wie bei Atreus und Kratos per Tastendruck, bis Kena dann lernt, ihren Stab zu einem Bogen umzufunktionieren, wodurch sie bedeutend mehr Schalter aktivieren, Feinde aus den Bäumen schießen und zusammen mit den Rod mächtigere, aufgeladene Schüsse fabrizieren kann. Was auch notwendig ist, denn im folgenden Gebiet trifft sie auf bedeutend fiesere Gegner, deren Schwachstellen erstmal gefunden werden müssen, damit Kena überhaupt eine Schnitte hat. Die Kämpfe laufen sehr flüssig ab, Kena steuert sich präzise und die vielseitigen Gegnertypen bringen Abwechslung in den Kampf. Gerade bei den sehr kleinen, aber auch bei den sehr wichtigen Gegnern gibt es eine große Vielfalt an Typen, die unterschiedlich behakt werden wollen. Bei den kleinen Gegnern finden sich unter anderem feuerballwerfende Eulen, winzige Holzritter oder steinige Echsen. Bei den Bossgegnern will ich euch nichts vorwegnehmen, aber auch hier gibt es eine hohe Varianz. Je nach Schwierigkeitsgrad kann es in sozusagen mittleren Management der Feinde aber ab und an ein wenig eintönig werden. Zwar unterscheiden sich die meisten optisch, aber meistens geht es nur darum, die Schwachstelle zu finden und draufzuhauen. Und bei manchen der Feinde ist eben diese Schwachstelle sehr, sehr ähnlich. Der gelbe Bernsteinknubbel am Arm, am Fuß, am Kopf oder sonst wo. Doch genau wenn ich mich frage, ob ich den gleichen Kampf nicht eben schon mal geschlagen habe, schütteln sie auf einmal einen Baumritter mit Efeupeitsche aus dem Ärmel, der mich frech aus der Distanz angreift und meine schöne Taktik zunichte macht. Das Feinddesign bringt mich dazu, alle Waffen in Kenas Arsenal zu nutzen und das ist für mich ein definitiver Pluspunkt. Und falls ihr euch gefragt habt, ob eine Wolke von 15 bis 65 kleinen Waldgeistern mit lustigen Hüten die Übersicht im Kampf ruiniert, keine Sorge, das tut sie nicht. Denn die Rod haben Angst vor den Gegnern und zerstreuen sich wie Kakerlaken im Licht, sobald der Kampf losgeht. Erst wenn sie sehen, dass ich mich im Kampf behaupte, bringen sie den Mut auf, mich zu unterstützen. Oder anders gesagt, verursache ich Schaden, lädt das den Aktionsbalken der Rod auf, die ich daraufhin für Spezialattacken nutzen kann. Ebenfalls sehr gut umgesetzt sind die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade. Anstatt die Feinde mit jedem Grad einfach mehr Schaden aushalten zu lassen oder mir mehr davon vorzusetzen, verändern die Gegner ihr Verhalten. Im Story-Modus, der die Geschichte in den Vordergrund stellt, sind sie wie oben beschrieben zurückhaltender. Auf den höheren Schwierigkeitsgraden werden sie bedeutend aggressiver, weichen besser aus und behaken mich unerlässlich. Im Story-Modus lädt sich auch der Mutbalken der Rod automatisch auf, während ich mir das auf den anderen Stufen verdienen muss. Und zuletzt wollte ich hier noch kurz erwähnen, dass sich die Tastenbelegung problemlos ändern lässt, was sehr viel mehr Steuerungs- und Controller-Optionen ermöglicht.
Aber Kämpfen ist nicht alles. Zwischen den Gefechten muss sich Kena ihren Weg durch die Welt bahnen. Schließlich sind dank der Katastrophe Brücken zerstört, Denkmäler zerfallen und ein ganzer Haufen an klugen Aufzügen und Hebelsystemen außer Kraft gesetzt. Kena muss sich ihre Open World erstmal freiräumen und nach Bereiche öffnen, freigraben oder wiederherstellen. Hier kommen die Rätsel ins Spiel. Die erinnern zum Teil sehr an Spiele wie Pikmin oder The Wild at Heart, weil wir die Rod wie kleine, wuselige Umzugshelfer dirigieren können, um Steine zu verschieben, schwer erreichbare Schalter umzulegen, in Unordnung geratende Altare wieder aufzubauen oder als Geisterdrache widerspenstige Stücke der Verderbnis wegzusprengen. Ordentliche Altare bringen gutes Karma, mit denen ich Kenas und die Fähigkeiten der Rod upgraden kann. Andere Rätsel basieren vor allem auf Geschicklichkeit und Plattformer-Elementen. Und da geht mir ja das Herz auf. Denn nicht viele aktuelle Spiele stecken noch so viel Herz in Plattformer-Passagen. Es geht nicht einfach nur darum, von links nach rechts zu hüpfen und fertig ist die Laube. Ich muss auch schnell und geschickt genug sein, den Weg, den ich mir eröffnet habe, zu beschreiten. Ein Beispiel seht ihr hier. Irgendwann bekommt Kena eine Anti-Schwerkraft-Bombe, die manche Feinde und Steinblöcke auseinandersprengt und schweben lässt. Aber nur eine gewisse Zeit. Also muss ich planen, welche Plattform wann aktiv sein soll, welche ich vielleicht noch mit dem Bogen in die richtige Richtung drehen soll und dann drüber hüpfen, bevor alles wieder runterfällt. Ich habe hier extra mal gezeigt, wie das geht, wenn man es nicht schafft. Also in voller Absicht, damit ihr das auch mal seht. Ist ja klar. Das Hüpfen und Springen klappt richtig gut. Die Bewegungssteuerung ist sehr präzise und es lässt sich immer erkennen, was passieren muss. Mit ein bisschen Knobeln und Herumprobieren ließ sich alles lösen, die Rätsel sind also fordernd, aber nicht überfordernd. Es sei denn, ihr habt wie ich manchmal ein Brett vorm Kopf, dann dauert das alles ein bisschen länger. Aber auch Brettmenschen wie ich kommen irgendwann ans Ziel. Und nicht nur die Rätsel passen gut ins Level. Auch das Level passt gut in die Welt. Damit meine ich, dass die Welt sehr kohärent wirkt. Ich sehe unterwegs immer wieder große Orientierungspunkte in der Ferne und denke mir, hey, da war ich. Oder hey, da will ich hin. Und kurz danach, ah, das ist also hier. Das sorgt dafür, dass sich die Welt wie ein Ganzes anfühlt und nicht wie aneinander gepappte Bereiche, wie zum Beispiel in Tomb Raider. Außerdem belohnt die Welt Neugier, was mich als sehr neugierige Person natürlich freut. Wer die 2 Meter mehr geht, um zu schauen, was hinter der Ecke lauert, findet versteckte Wege, Herausforderungen oder Rot für unsere Gang. Und manchmal bringt ein versteckter Altar mir neues Karma. Aber manchmal schalte ich auch einfach einen neuen Hut für unsere Rod frei. Ich würde ja sagen, die Hüte als Collectibles sind optional, weil sie für den Spielfortschritt nicht wichtig sind. Aber auf der anderen Seite finde ich es für mein persönliches Glücksempfinden unheimlich wichtig, kleine Pilze, Marienkäfer oder Pfannkuchen freizuschalten, die ich den Rod dann aufsetzen kann. Ich bin hier im Fotomodus mal ein bisschen herangefahren, damit ihr sehen könnt, wie gut ihnen die Hüte stehen. Übrigens belohnen uns auch manche Feinde mit Hüten. Aber die zeige ich euch nicht. Die findet ihr am besten selbst. Und falls ihr schon spielt, welcher Hut ist euer Favorit? Ich weiß, die Hüte sind nicht jedermanns Ding. Vielen sind sie sogar egal. Aber sie spiegeln einen Punkt sehr gut wider, der sich durchs gesamte Spieldesign zieht. Die Liebe fürs Detail. Was ironischerweise am besten zu sehen ist, wenn man die Spielwelt im Ganzen über die Kampagne hinweg betrachtet. Denn so wie Kena sich verändert, verändert sich auch die Welt. Da wären die Wälder und Lichtungen, die wieder grün werden, sobald die Verderbnis gebannt ist. Oder das Dorf, das zunächst teilweise gar nicht begehbar ist, das wir aber mit überall in der Welt versteckten Geisterpostlieferungen und dem ein oder anderen Kinnhaken Stück für Stück zugänglicher und belebter machen. Auch wenn man bei einem Geisterdorf wahrscheinlich nicht von belebt sprechen kann. Vielleicht eher frequentierter. Das sieht nicht nur schön aus, sondern gibt auch den Weg frei zu noch mehr Truhen mit neuen Hüten oder Karma-Punkten. Und auch wenn ich euch jetzt nur Szenen aus den Anfangsgebieten zeige, um euch die Story oder Wow-Momente nicht zu spoilern, hier gibt es nicht nur Wald. Kena läuft auch durch dunkle Höhlen. Pittoreske Dörfer oder die totale Zerstörung. Warum es in diesem Bereich übrigens so aussieht, müsst ihr selber herausfinden. Insgesamt fügen sich Story, Kämpfe und Rätsel- und Entdeckerpassagen sehr gut ineinander.
Die Kampagne ist je nach Tempo, Schwierigkeitsgrad und eben erwähnten Brett vom Kopf zwischen 10 und 15 Stunden lang, verliert beim Spielen aber nie den Schwung. Die Handlung, die Abwechslung der Mechaniken und neue Bereiche sind in der Spielzeit so gut getimt, dass ich nie das Gefühl hatte, dass hier was künstlich in die Länge gezogen wurde. In Sachen Spielfluss ist Kena trotz oder gerade wegen der kürzeren Kampagne erste Sahne. Genau wie in der Inszenierung. Ja, mit dem Animationshintergrund des Studios konnte man schon ahnen, dass es schöne Bilder geben wird. Aber das bedeutet ja noch lange nicht, dass die Atmosphäre im Spiel und die Story das auch mittragen. Schön heißt nicht spannend. In Kena Bridge of Spirits klappt das jedoch wunderbar. Jeder der Bereiche hat seine eigene Stimmung, vom freundlichen Dorf bis hin zur bedrückenden Atmosphäre allein im Wald mitten im Gewitter. Die Musik, die Lichtstimmung und das Leveldesign leiten super in die Cutscenes über, bei denen Ember Labs beweist, dass sie sich nicht nur nicht vor Animationsriesen wie Pixar verstecken müssen, sie können auch problemlos mit ihnen gleichziehen. Und ja, der Figurenstil ist, ähnlich wie bei Pixar, eher rund. Aber wer Filme wie Soul oder Toy Story gesehen hat, weiß, dass ein freundliches Äußeres genauso viel Gefühl erzeugen kann wie eine hyperrealistische Optik. Und genau das macht Ember Labs. Das Team schafft es, mit Kena eine Geschichte über Verlust, Angst, Liebe und Mut zu erzählen, die zwischendurch für Gänsehaut und das ein oder andere Tränchen gesorgt hat. Ach. Bei all dem Lob gibt es jedoch ein paar Punkte, bei denen es hakt, je nachdem, wie ihr Spiele spielt. Beispielsweise bei dem Fokus oder Lock-on im Kampf, der Gegner für mich im Blick behält. Sobald Kena den Bogen zückt, verschwindet der Fokus. Für meine Kollegin Mary hat das die Übersicht im Kampf gestört. Ich hab's gar nicht gemerkt, weil ich meistens ohne Fokus spiele, weil ich dann das Gefühl habe, im Kampf flexibler zu sein. In Kena sind die Kämpfer auch übersichtlich, sodass das hier super funktionierte. Wenn ihr also so wie ich ohne Fokus spielt, stört's nicht. Wenn ihr aber wie Mary mit Fokus spielt, schon. Auch die Feinde im mittleren Management, die sich bisweilen mechanisch sehr ähneln, könnten euch ein Haar in der Suppe sein. Oder der eine Absturz, bei dem ich jedoch nicht weiß, ob das an Kena oder der PS5 lag. Da der aber nur einmal in knapp 14 Stunden Spielzeit passierte, fiel das nicht weiter ins Gewicht. Und auch die Geschichte haben Mary und ich sehr unterschiedlich wahrgenommen. Mary führt an, dass ein großer Teil der Geschichte erst gegen Ende enthüllt wird. Und sie hat auch recht. Zu Beginn weiß man nur, dass Kena eine Geisterführerin ist, die herausfinden will, was auf dem Bergschrein geschah. Aber warum will sie da überhaupt hin? Wo kommt sie her? Was ist das auf ihrer Hand? Und auch wenn sie niedlich sind, wer sind eigentlich die Rot? Viele dieser Fragen werden erst im großen Finale beantwortet und manche bleiben schlichtweg offen. Doch auf dem Weg dahin erlebe ich so viele andere tolle, mitreißende Geschichten, dass mich das persönlich gar nicht stört. Ich mag es, wenn manche Dinge nicht sofort verraten werden, sondern ein Mysterium bleiben. Und wenn dadurch Platz geschaffen wird, die Welt und ihre Bewohner besser kennenzulernen, umso besser. Aber, und ich kann das hier nur noch mal eindrücklich wiederholen, das ist für mich Jammern auf hohem Niveau. Dass so ein kleines Studio wie Ember Labs so ein großartiges Spiel hinbekommen hat, ist ganz großes Kino. Die Animationen sind grandios. Die Geschichte wärmt mein Herz. Die Rätsel sind angenehm fordernd, die Kämpfe je nach Schwierigkeitsgrad eine richtige Herausforderung. Und dann wären da auch noch die absolut niedlichsten Begleiter, die ich seit langem in einem Spiel gesehen habe. Ich habe mich ja jetzt den ganzen Test lang zurückgehalten, aber habt ihr die Hüte gesehen? Hüte! Meiner Meinung nach macht das alles trotz kleiner Abzüge Kena Bridge of Spirits zu einem Titel, den man als Fan von Singleplayer-Abenteuern einfach gespielt haben muss. Aber, falls ihr meint, dass die coolen Hüte mir die Sicht vernebelt haben, meine Kolleginnen Mary und Elaine haben auf GamePro und GameStar.de ebenfalls sehr ausführliche Tests parat, die ihr euch anschauen könnt. Und jetzt zu euch. Was sagt ihr zu Kena? Je nachdem, wann ihr das Video seht, habt ihr vielleicht schon reingespielt. Schreibt mir gerne eure Eindrücke. Ich bin schon sehr gespannt.